Thema, wenn es hier auch immer ein bisschen weiter im nächsten Sinne, auch mit ins Parlament zu tragen, was mit letzten Schulen und Gender zu tun hat. Der heutige Vortrag über die Verfolgung Homosexueller in der Netzzeit war eine Überlegung noch aus der Zeit der in Wien im Eingeladen wie viele von Ihnen das schon wissen, ist eine lange und häufige Diskussion in Wien gewesen, wie erinnern wir uns an die homosexuellen Opfer der NS-Zeit. Da gab es 2005 bei einer Konferenz vom damaligen heutigen noch Stadtrat, Kulturstadtrat vorne, zur Errichtung eines Mahnmals am Ortsinplatz. Dann gab es sehr viele Diskussionen darüber, geplant war ein roter Becken, mit dem Schiff auch hier. Und nach hat eigentlich das dann angefangen, dass sich immer mehr Fragen gestellt haben, immer mehr Menschen Fragen gestellt haben, woran gedenken wir denn in so einem Fall eigentlich? Es gibt sehr viele die Verfolgung von lesbischen Schwulen, in einem Aufwerfen, um mal etwas salopp zu formulieren. Da stellt sich für uns die Frage, war die Verfolgung tatsächlich gleich oder gibt es da Unterschiede? Dann, vor allem in den USA, gab es Diskussionen, da wurde manchmal vom sogenannten Homo-Kauf gesprochen. Es wurde die Verfolgung und Ermordung von Lesben und Schwulen gleichgestellt mit der Verfolgung der Juden und Jüdinnen. Und es stellte sich für uns die Frage, stimmt denn das? Kann man das gleichstellen? Oder kann man das nicht gleichstellen? Unterscheidet sich das? Und wie sieht es aus mit den Gesetzen, auf die diese Verfolgung basierte? Wann entstanden sie? Waren das NS-Gesetze oder gab es die schon? Oder gab es die nachher? Das war alles, was uns immer mehr gestellt haben. Nun ist das Projekt am Ende am Ortsinplatz ja aus anderen Gründen das technische derzeit verhandeln wir gemeinsam mit den Sozialdemokraten und Demokraten neu. Wir kann uns das ein Mahnmal für NS-Opfer vorstellen. Wir arbeiten derzeit sehr in den Ministerraten. Was ist dazu, weil es auch die Vertiefung notwendig? Was war das eigentlich? Wie passiert es hier? Durch wen passiert es hier? Auf was passiert. Es war naheliegend, dass wir mit Wien zusammenarbeiten, mit Andreas Brunner, mit Frau Klaus-Dahn Sulzenbacher von Wien da ist. Herzlich willkommen. Weil Wien ist sicherlich eigentlich die einzige Institution in Österreich, das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen, sich intensiv mit dem Bereich Kooperativ, das ist auch schön und gut, mit dieser Zeit, mit der Geschichte dieser Zeit auseinandersetzt. Es gibt ein Projekt unter Namen zur Verfassung homosexueller NS-Opfer. Und in diesem Zusammenhang hat sich eine Kooperation angeboten und deswegen wünsche ich Ihnen jetzt für, naja, sagen wir mal so, 60 bis 75 Minuten eine spannende und lehrreiche Stunde plus bei dem Vortrag über die Verfolgung homosexueller NS-Zeit von Andreas Brunner. Also, mein Name ist Martin Scheu, das vergesse ich zu sagen. Ich bin Bundesrat der Grünen, Sprecher der Grünen andersrum und lade Sie herzlich ein. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Marco, für die Einladung und die Vorstellung. Und auch herzlichen Dank an die Grünen andersrum für die ganze Vorbereitung hier. Ich möchte ganz kurz vorstellen, wer Queen eigentlich ist, Queen, das Zentrum für schwul-lesbische Kultur und Geschichte.
namentliche Erfassung der homosexuellen und transgender Opfer des Nationalsozialismus in Wien. Dabei geht es um die statistische und inhaltliche Erfassung von ca. 2000 erhaltenen Strafakten im Wiener Stadt- und Landesarchiv, die bedeutendste Quelle für die historische Bewertung der Verfolgung homosexueller Männer und Frauen in der NS-Zeit. Und es ist auch praktisch die einzige Quelle, die uns dann zur Verfügung steht, wie das einzelne andere Dokumente. Warum startet Wien gerade jetzt dieses Forschungsprojekt? Bis 2015, Martin Schreuder hat es schon erwähnt, hat sich die rot-grüne Stadtregierung vorgenommen, nach dem Denkmal für die Deserteure von der deutschen Wehrmacht, auch ein Denkmal für die homosexuellen und Transgender-Opfer des Nationalsozialismus, wie es offiziell genannt wird, verwirklichen zu wollen. Doch deswegen will man eigentlich gedenken. Zur Zahl der Opfer gibt es bislang nur Schätzungen. Aber auch über die genauen Mechanismen der Verfolgung weiß man hierzulande nur wenig. Ich werde in der Folge einige Beispiele für die sogenannte typische nationalsozialistische Verfolgung von Homosexuellen geben. Eine Gesamtschau fehlt. Auf eine differenzierte Diskussion von Identitätszuschreibungen muss ich hierorts verzichten. Also was heißt es eigentlich in einem historischen Kontext von homosexuell, von schwul, lesbisch oder transgender zu sprechen, ohne jetzt die Menschen, die wir in den Akten finden, sozusagen eine Zwangsidentität über zu stimmen. Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe bestehend aus Sarah Abinger, Johann Kirchhoff, Sophie Schneeber, Hans Sulzenbacher und mir möchte diese Verwandlung beheben, die Fakten erheben und in einem identitätspolitischen Zusammenhang stellen. Im Gegensatz zu Deutschland von 2011, die mit 10 Millionen Euro dotierte Bundesstiftung Markus Hirschfeld gegründet wurde, herrscht in den Hallen des österreichischen Parlaments und empfinden uns in einem Nebengebäude des österreichischen Parlaments Schweigen, wenn der Hall hier groß wie in einer Kirche ist. Die Markus Hirschfeld Stiftung soll sich der Aufgabe widmen, die gesellschaftliche Lebenswelt von letzten Schwulen und Transgender zu erforschen, Bildung und Öffentlichkeitsnahme zu fördern und Diskriminierung von Homosexuellen in Deutschland entgegenzutreten und die Erinnerung, auch das ist eine wichtige Aufgabe der Markus Hirschfeld Stiftung, an die Nazi-Verbrechen von Homosexuellen sowie an das Werk des Namensgebers des jüdisch-sozialdemokratischen Sexualwissenschaftlers Markus Hirschfeld wachzuhalten. Es ist bezeichnend, dass das geplante Denkmal für die Homosexuellen und Transgender-Opfer des Nationalsozialismus von der Stadt Wien errichtet wird und nicht vom Bund. Forschung wird aber sowohl von der Stadt Wien wie auch vom Bund mit Mitteln bedacht, die in keiner Relation zu den vom Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellten Mitteln stehen. Auf der Website des Bundesministeriums des Innern, das für das Konzentrationslager Mauthausen zuständig ist, sind 22 Denkmäler für die unterschiedlichsten Opfergruppen aufgelistet. Die seit 1984 angebrachte Gedenktafel für die homosexuellen Opfer fehlt.